In diesem Video. Ja, sind wir denn hier in Baden-Württemberg oder was? Das ist halt einfach nicht das, was wir erwartet haben. Wir starten unseren Roadtrip Richtung Krüger Nationalpark und Swasiland. Heute lernen wir unseren 4x4 kennen mit allem Camping-Equipment. Das ist mega. Und fahren los, gen Osten, in eine Landschaft, die wir so absolut nicht in Südafrika erwartet hätten. Nachdem wir kuschelige 8 Tage in unserer Off-Grid-Buschhütte in Botswana verbracht haben, hat unser Nachbar Dieter uns einfach 1000 Kilometer im Auto nach Pretoria mitgenommen. Hier haben wir unseren Kumpel Andi aufgegabelt und zusammen sind wir jetzt auf dem Weg, unseren Mietwagen abzuholen. How are you, man? Kommen gerade am Flughafen an, machen die Übergabe vom Taxi raus und in das Auto rein. Hi, hi. Nice to meet you. Thank you for picking us up here. Okay. Mit Zebra war das jetzt total einfach zu buchen. Ein paar Nachrichten hin und her geschickt und schon stehen wir jetzt hier. Total unkompliziert. Jetzt geht's los. Hallo! This is your mosquito net. Yeah. In this one now. Dieses Mal haben wir aber 2 Zelte hier oben drauf. Eins für Andi und eins für uns. Ah, looks amazing. Ja, ganz anders als letztes Mal. Und viel einfacher und sicherer. Erinnerst du dich noch als letztes Mal, als wir das probiert haben in der Lagerhalle? Sie uns am Ende schon immer nur 1 Zelt aufbauen und zu dritt drin schlafen. Einfach weil zu faul sind, alles aufzubauen. Andi! Sind wir ready? Ich bin ready, ey. Wir haben doch echt noch genug Platz hier drin. Wir kriegen jetzt noch eine kleine Einführung in das Auto, wie das hinten mit den Regalen und dem Kochen und sowas ist. Wir haben hier 2 lange Schubladen, in denen wir platzsparend alle Kochutensilien und Lebensmittel verstauen können. Und wir haben hier wirklich alles an Equipment zum Kochen und Grillen. Außerdem ein Kompressor, um den Reifendruck für Sandstraßen zu reduzieren und alle möglichen Ersatzkabel. Ein Highlight, über das sich Lea sehr gefreut hat, war der Kühlschrank. Oh, okay. It's magical. And then can feel it is cold. Waiting for the beer. You can adjust it here between 1 and 2. But if you need something to freeze, you can put it to 4 or 5. Das ist auch neu. Das ist unser Wasserkanister. Hier können wir das aufdrehen und dann haben wir einfach fließendes Abwaschwasser. Dann haben wir hier noch 3 Stühle und einen Tisch. Hier ist unser 5. Reifen und das war's. Thank you very much for the introduction to the car. Okay. Okay. 5 Stunden fahren wir jetzt noch zum Krüger Nationalpark. Erste Amtshandlung von dieser Tour: erstmal den Doppeltank füllen. 160 Liter, 80 Liter in den ersten. Wir füllen hier unseren Doppeltank mit 140 Litern. 80 fast in den ersten und 60 in den zweiten. Das dauert immer einen Moment. Wie waren die ersten Meter Linksverkehr 4x4? Ich bin komplett im Game drin. Das ging alles eben gerade ein bisschen schnell und ich war mir nicht sicher genug, hier mit Gangschaltung Linksverkehr zu fahren. Ich wusste gar nicht, wohin mit meinen Füßen auf einmal. Automatik geht, aber Gangschaltung hat Andi schnell übernommen. Yeah, it's a tiny camera. Yeah. You want to be in the TV? No. No, no. What do you want to say to the people in the internet? It's a nice camera, ja. Ich glaube, der halbe Wagen besteht nur aus so Snacks. Jetzt waren wir gerade im Supermarkt für die ersten 2-3 Tage eingekauft. Das ist hier unsere Ausbeute. Das ist ein riesiges Upgrade im Vergleich zum letzten, weil man den so querstellen kann und du kommst einfach viel besser auch an den Boden. Das fühlen wir jetzt einmal voll hier. Wie findest du hier unser Upgrade? Das ist mega. Also bisher die Landschaft, wo wir durchfahren, das sieht ein bisschen aus wie Baden-Württemberg. Also noch nicht ganz Afrika-Style. Unser Vermieter vom Auto hat uns aber jetzt empfohlen, hier zu Alzu, der Autobahnraststätte, zu fahren, denn hier gibt es ein Wasserloch. Zebras, Strauße, ein Reno. Alles. Ein Reno in Baden-Württemberg, Digga. Es ist also wirklich legit eine Autobahnraststätte hier mit Restaurants, Tankstelle und diesem Wasserloch eben. Wie krass ist das? So viele Tiere hier. Rudi, deine ersten Wildtiere, wie ist ihre Reaktion dort oben? Der ist doch voll weit weg. Ich glaube, die wissen nicht, dass ich minus ein Dioptrien war. We made it zu unserem ersten Camp der Nacht in Sabi, hier am Fluss. In dieser unglaublich schönen Gebirgskette. Die ersten 4 Stunden Fahrt, wie hat sich das angefühlt für Sie? Wie in Deutschland. Wie in Deutschland, ne? Die Straßen waren so crazy. Gibt es ein Feedback zum heutigen Tag? Langweilig. Ja, der Tag war nicht so absolut spektakulär. Es hat sich ein bisschen angefühlt, als würden wir durch Deutschland fahren. Hier mit der Vegetation richtig, richtig abgefahren. Gerade wo wir jetzt aus Botswana gekommen sind, wo es einfach komplett anders aussah. Wüste. So, wir werden jetzt das Zelt aufschlagen, denn wir haben uns bewusst einen Campingplatz ausgesucht, wo wir noch ein bisschen Licht haben, um das zu machen. Und dann essen wir was.
und dann genießen wir einfach den Abend hier zusammen. So, Digga, gucken wir mal, ob wir das richtig gelernt haben hier mit diesen Dachzelten. Okay, bei dem letzten Dachzelt hat das 5 Minuten gedauert. Wir haben jetzt 2 Dachzelte. Mal sehen, wie lange es heute dauert. Let's go. Die Cover sind ab. Okay, das haben wir geschafft. Jetzt haben wir hier die Sunset Lounge aufgebaut. Oh ja, lass dir gut gehen, ne? Ja, mal gucken, wie wir jetzt mit einem Gaskocher für 3 Leute kochen. Ich mache wunderschöne Hefe dabei, also Plastik. Vor letztes Mal musste ich immer nur aus einer weißen Kaffeetasse trinken, alles halt. Alles, so wie dieses Produkt hier. Mein Vegan Wine. Vegan Wine. Also wir haben jetzt hier diese Plant-Based Patties, dann Salat, Zwiebel und Champignons, Brown-Seeded Breads und daraus machen wir Burgers. Das ist hier unser kleiner Gaskocher. Das ist unsere Pfanne. Ah, brother, thank you very much for bringing the wood. Ja, olive oil and toilet paper. Ja. Ah, like Leslie. Yeah, this is the style. Bushman skills. Bushman skills. Durch das Öl brennt das Toilettenpapier richtig langsam ab und bietet dadurch einen ziemlich guten Zunder, ehrlich gesagt. Der Brötchenbäcker Krause. Es ist wichtig, immer die schöne 8 zu haben, damit von jeder Seite gleich frostig wird. Sieht episch aus mit dem roten Sonnenuntergang hinter dir. Da sind sie, die Burger. Champignons. Wie zufrieden sind sie mit dem ersten Buschessen? Sehr. Ich bin gespannt, wie es jetzt gleich schmeckt. Feuerbrot. Und jetzt zeige ich dir auch mal hier unsere neue Höhle, denn das sieht auch ein bisschen anders aus. Die Matratze schlägst du einmal um und hast hier dann dein Schlafbereich. Mir war das die ganze Nacht so. Karl, die ganze Zeit Wind rein. Ich dachte, so, das ist ein bisschen kalt. Hier muss wohl so sein. Wie hast du geschlafen, Digga? Kalt. Wie hast du denn geschlafen, Mausi? Oh, mir war es so schweinekalt. Ich habe versucht, mich an dir aufzuwärmen, aber du hast mir keine Wärme gegeben. Wo ist das Nebenlicht? Also Eisbaden, oder? Ja, Mann. Wir gehen jetzt schwimmen. So, wir springen jetzt gleich ins Wasser, packen aber vorher die Zelte ein. Das Coole ist, dass man hier einfach diese Matratze so umlegen kann. Alles kann man hier in dem Zelt drin lassen. Man macht es zu und fährt dann weiter. Und wenn du wieder parkst und das auch klappen willst, dann ist alles einfach schon drin. Das ist sehr bequem. Du nimmst also diese Matratze und so. Dann springen wir nun ins kühle Nass. Wenn er gesagt hat, hier sind keine Tiere, dann sind hier keine. Hoffen wir. Hallo Leute, uns ist richtig kalt, aber wir tun das. Kommt nicht vorwärts. Eine gute, eine schlechte Nachricht. Wir haben die Cover erfolgreich drauf gemacht, aber die schlechte Nachricht ist, der Hund des Zeltplatzbesitzers hat vor unser Auto gekackt hier. Nach unserer ersten Nacht in Sabi fahren wir jetzt nach Graskop, gehen dann zum Supermarkt und verbringen dann einen kurzen Moment beim God's Window. Und dann geht's endlich zum Kruger! Okay. Das ist der Difference. Hendrik Schmidt, Schokoladenmuffin zum Frühstück. André Krause kauft er extra ein paar Orangen. Oh, cool. Weinberge, Wesigkeit. Nett hier, ja. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Bin jetzt in Graskop angekommen beim God's Window. Gehen diesen kleinen Walk hier und schauen, ob wir einen tollen Ausblick hier über Baden-Württemberg bekommen. Ich verbringe meinen 30. daheim heute. Hier darf man fliegen, oder was? Ja. Ach, nice. Ey, das soll um Gottes Willen nicht undankbar rüberkommen, ne? Aber es ist halt einfach nicht das, was wir erwartet haben in Südafrika. Gerade mit dem Hintergrund in Namibia und so weiter. Und gerade mit dem Wissen, dass einfach 100 Kilometer in diese Richtung Löwen sein sollen und Elefanten im Krüger Nationalpark. Gerade ist es nicht vorstellbar, dass sich die Natur noch so ändert, dass es wirklich Löwen da gibt. Oder die Löwen sitzen in Tannenbäumen. Heute ist man müde. Wir skippen jetzt den Blind Canyon, den wir eigentlich noch auf dem Zettel haben und fahren direkt zum Kruger Park.
dadurch, dass wir den Plan jetzt umgeschmissen haben, haben wir eben total viel Zeit eben auch heute noch, weil wir nur noch durch den Krügerpark zum Camp fahren, das ist nicht mehr so weit. Deswegen haben wir uns jetzt hier zum Harry's Pancake gesetzt, weil die fast 50. Jubiläum feiern. Nächstes Jahr dachten wir, da schlagen wir doch mal zu. Das ist deine Vlog-Stimme. Ja, das ist meine Entertainment-Stimme, damit die Energy high bleibt, um die Retention hochzuhalten. Ich spüre sie auf jeden Fall. Die Retention. Pancake mit Honey. Auf ja, dann probier mal gucken. Ist salzig, ist okay. Größer Honig. Zimt und Zucker. Die schmecken mir lecker. Danke. Also wir sind jetzt so gut wie da, 2 Kilometer vor dem Krügerpark. Und hier sieht man tatsächlich langsam, wie sich die Vegetation verändert. Alles wird flacher, sandiger, dürrer. Krüger National. Jetzt beginnen 3 Tage sofort! Nächste Video. Im nächsten Video startet unser Abenteuer durch den Krüger Nationalpark. Bin sowas von ready. Wir verbringen ja 3 Nächte und sehen unglaubliche Dinge. Kanal abonnieren, um das nicht zu verpassen, und wir schicken dir ein virtuelles Küsschen.